hallo. Jetzt habe ich noch einen Line Dance mit euch vor. Und zwar den Samba Line Dance. Jetzt habe ich gerade doch das Gefühl, dass ich den schon auf dem Acker getanzt habe. Aber ich glaube nicht. Ist egal. Ist egal. Ich mache den jetzt nochmal hier in der Hoffnung, dass ihr es hier auch besser versteht. Falls ich ihn schon gemacht habe. Ich meine nicht. Ist auch egal. Wir fangen an. Ich drehe euch den Rücken zu, ja, damit ihr ja, die richtigen Füße seht. Ich tanze es aber auch danach nochmal als Spiegelbild für euch. Okay? Gut. Das Ganze, was wir jetzt hier lernen, können alle lernen. Jungs wie Mädels, groß wie klein, ja. Also all meine Jekids-Kinder, all meine Tanzkinder. Vielleicht werden sich die ganz Kleinen ein bisschen schwer tun, weil es wirklich um die genauen Schritte geht. Bei einem Line Dance ist das leider dann doch so. Später dann auch beim Standard-Latein-Tanzen sind wir da ganz streng. Da müssen die Füße einfach immer stimmen. Beim Kindertanzen bin ich da ja noch ein bisschen entspannter und gehe mehr in die Kreativität. Das ist jetzt hierbei anders, okay? So, nur schon mal als kleine Erklärung. Und wir können das, was wir jetzt hier lernen, später auch in der Samba als Paar tanzen. Ja, dann müssen wir halt nur versetzt anfangen. Alles easy, die meisten von euch haben das auch schon im Unterricht gehabt. Aber da es eine so lange Kombination ist, haben wir das oftmals dann so mehrere Wochen fleißig geübt. Dann ist erstmal wieder ein bisschen Pause, wir lassen das sacken, ihr versucht es zu tanzen und dann wiederholen wir es nochmal. Meistens sind dann neue Paare noch im Kurs, die dann damit einsteigen. Okay? So, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht los. Rechter Fuß beginnt für alle, egal, ja, ganz wichtig, mit einem Schritt nach vorne. Schritt. Jetzt kicken wir mit dem linken Fuß, Schritt zurück, Rückplatz. Okay, das Ganze und Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz. Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz. Um das erst einmal zu verinnerlichen, könnt ihr das jetzt üben, 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 üben. Ja, ich mache das jetzt mal mit dem anderen Fuß, mit dem linken, damit ihr den Spiegelfuß habt. Und Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz. Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz. Im Line Dance tanzen wir das zweimal. Okay? So, jetzt sind meine Füße. Ja, jetzt ruhig nochmal wiederholen. Rechter Fuß und Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz, Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz. Jetzt tanzen wir etwas, das nennt sich in der Samba Botafogo. Achtung, der rechte Fuß ist dran. Schritt drauf, Schritt drauf, Schritt drauf, Schritt drauf. Ich mache das jetzt mit dem anderen Fuß. Als Spiegelbild, euer rechter Fuß ist dran. Ja, ich überlege gerade schon wieder der nächste. Gehe ich jetzt rückwärts oder vorwärts? Ich gehe jetzt auch vorwärts. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt aufeinander zu. Ihr mit dem rechten Fuß und Schritt drauf. Ihr seid hier auf dem Innenfuß und Schritt drauf. Schritt drauf. Schritt drauf. Okay? Gut, das Ganze jetzt, beide Päckchen hintereinander weg, rechter Fuß und Schritt, Kick, Schritt, ta, ta, Schritt, Kick, Schritt, ta, ta. Jetzt, Schritt, ta, ta und Schritt, ta, ta, Schritt, ta, ta und Schritt, ta, ta. Jetzt könntet ihr das erstmal wieder üben, 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 üben. Jetzt kommt aber noch der letzte Teil. Der letzte Teil, ihr habt den rechten Fuß frei. Der rechte Fuß geht jetzt nach links, kreuzt also vor. Über die genaue Technik können wir später mal reden, Hauptsache erstmal Rhythmus, okay? Erstmal geht es mir hier um Rhythmus. Und Schritt, ta, 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 ta. Der linke ist danach frei. So, das Ganze nochmal. Rechter Fuß und ja, ta, 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 ta. Ich lande auf meinem vorderen, auf dem rechten Fuß. Ich bewege mich nach links. Aber mein rechter Fuß ist vorne. Und ja, ta, 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 ta. Ihr merkt schon, mache ich die Schritte richtig groß, habe ich hier kaum Platz. Tanze ich das Ganze mit euch also in einem großen Raum, dann bewegen wir uns durch die Aktion des hinteren Fußes weg vom Fleck. Also nicht so,
Flag und der andere wird davor gesetzt. Huh, jetzt war ich nicht mehr zu sehen. Also jedenfalls meine Füße nicht. Egal. Ja, aber das sind Feinheiten, die kommen später. Mir geht es jetzt in der Hauptsache darum, jetzt bin ich nochmal euer Spiegelbild, dass ihr das hier, dass ihr das verinnerlicht. Und ja, ta, 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 ta. Okay? Und wenn das jetzt technisch noch nicht so sehr an das herankommt, was wir freitagsabends dann immer sehen, ja, wo Herr Lambi und Mozzi immer so streng sind, dann ist mir das jetzt erstmal hier egal. Kommen wir dann bei uns im Tanzsportverein an und wir kommen dahin, dass ihr das als Paar tanzt mit dem ne, Schild oben drüber, wir sind hier Tanzsportler und wir können auch Let's Dance, dann werde ich strenger, nett, liebevoll strenger und erkläre euch natürlich dann auch die genaue Technik. Okay? Hier geht es mir jetzt erstmal um Rhythmus, dass wir das hier gemeinsam auf der Bühne als Line Dance super cool rüberbringen. Und die kleine Raffinesse, die kommt jetzt noch. Am Ende von Ja-ta-ta-ta-ta-ta-ta steht ihr ja nun auf dem rechten Fuß, mit dem ihr angefangen habt. Das Ding ist aber jetzt zu Ende. Jetzt ist aber der linke Fuß frei. Jetzt tanzen wir das Ganze mit dem linken Fuß. Ne? Ich komme hier an. Warte, meine Füße. So. Ja-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Linker Fuß ist frei. Achtung, der macht jetzt einen Schritt. Schritt, Kick, Schritt, Rückplatz. Schritt, Kick, Schritt, Rück, Platz. Oder Fogo. Bo, ta, ta, bo, ta, ta, bo, ta, ta, bo, ta, ta. Und jetzt kommt ja, ta, 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 mit dem anderen Fuß. Und ja, ta, 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 ta. Und jetzt ist der rechte Fuß frei und wir könnten wieder ganz von vorne loslegen. So. Jetzt habt ihr erstmal Päckchen Kicks. Päckchen Butterfogo, Päckchen Jatatatatata, alles mit dem Bestimmerfuß rechts. Danach habt ihr die Hausaufgabe, die Kicks, die Butterfogos und Jatatatatata mit dem Bestimmerfuß links zu tanzen. Und wenn ihr das dann könnt, dann kann man das Ganze als Line Dance endlos tanzen. Macht euch auch bitte noch keine großartigen Gedanken darüber, wie geht das denn mit einer Tanzpartnerin oder mit einem Tanzpartner. Ja? Die Auflösung kommt. Und ich will sie auch tatsächlich hier bei YouTube dann auch als Auflösung bringen. Ich brauche dann nur einen Freiwilligen, der mit mir tanzt. Das kann ein Mann sein, eine Frau sein, ist mir egal. Meldet euch bei mir, ja, bewerbt euch für den Tanzpartner oder die Tanzpartnerin. Für mich beim nächsten Video werden wir wieder dürfen. Beim nächsten Video nach dem Ende der Corona-Zeit. Natürlich kommen vorher noch ganz viele andere Videos. Konnte man das jetzt verstehen? Ja, ich glaube schon noch. Ja. Ich glaube, ihr habt verstanden, was wir machen sollen. So, ich mache jetzt die Musik an. Ich werde das nicht komplett jetzt vertanzen. Wer will denn hier was von mir? Ich werde vermisst. Ist das wohl schön? Oh. Die schimpft mit mir. Ist egal. Machen wir es allgemein. Meine Mädels vermissen mich. Finde ich gerade sehr schön. So, Achtung. Mit dem Lied Blau, aber ich als Spiegelbild für euch. Ja, also ich tanze das jetzt nicht mit dem Popo zu euch gucken, sondern ich will euch ansehen. Und was noch? Ich will euch ansehen. Und achtet darauf, dass ihr jetzt den Gegenfuß habt. Ne? Okay. Vermisst, Leute. Ich werde vermisst. Ich werde so vermisst, dass sie jetzt anrufen. Ihr übt das, ja, Spotify, auf Blau drücken von Sido. Bis dann. Macht das jetzt noch einen Durchgang, okay? Bis dann.
der mich hier unterbrochen. Wieder meinen Kopf raus. Tut mir leid. Meine Kinder vermissen mich. Ich werde jetzt sie im Lidl, nicht im Lidl, im Edeka, im Dennis, glaube ich. Ich weiß nicht. Irgendwo unten in Harzop werde ich sie jetzt einfangen. Die gehen ja schon mal zu Fuß los und ich fahre von hier aus jetzt direkt zum Einkaufen. Und dann starten wir ins Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, ihr konntet damit jetzt was anfangen, dass es euch erinnert. Und meine ganzen Tanzpaare wissen ja schon, dass daraus eine richtig schöne Choreografie ist. Tatsächlich dann beim Samba-Tanzen mal eher eine Choreografie als freies, kreatives Tanzen entsteht. Aber auch dies kann man wieder führen irgendwann. Das ist schon schwierig. Also in der Samba empfehle ich schon, ab einem gewissen Level haltet euch an die kleinen Päckchen und dazwischen könnt ihr kreativ führen oder die Päckchen könnt ihr kreativ aneinander rein. Aber natürlich kann man auch diese Reihenfolge dann später abwandeln, kreativ. Das ist aber eine Baustelle. Reden wir ein andermal drüber. Okay? Gut. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.